sind wir wieder mit dem nächsten Streuobstflug. Ja, hier, der Kirschbaum ist ja der Krause da. Auf dem Stück am Ort mit dem Gemüse und so. Der Krause, die sind jetzt auch schon ziemlich reif. Da haben wir am Montag auch schon welche weg, da als ich da war. Es ist Freitag. Das ganze Zeug da schon nachkriegt, die Leute rein eingestellt. Weil gleich kommen meine Tanten. Und die denn da die Kirsche Rana. Ich komme danach auch dazu. Ich glaube von dem Sauerkirsche da will jetzt auch ein paar holen, aber da sind die meisten halt hey. Wegen dem Regen. Ist nicht so. Hat der eine Weg bloß wenig dran. Das ist, glaube ich, nichts. Keine Ahnung, ob sie die weg dann. Hier haben wir auch brutal. Delicious. Das ist ja hier so ein bisschen intensiv. Obst. Ein Stück. Brutal voll hängt der. Die wäre ganz klein, wahrscheinlich nur. Müssten wir jetzt eigentlich noch mal ein paar rausmachen. Und auch hier hat es auch noch Sauerkirsche nach. Träuble nach. Und hier James Grief, sind auch schon brutal raus und weit. James Grief, das sind so Augustäpfel noch, Anfang September, dieses Jahr wahrscheinlich auf alle Fälle im August. Ja, und ich gang noch nachher mit unserem Landhändler und dem Zertifizierer auf die Flächen von meinem Betrieb, weil mein Betrieb wird dann der Bio-Zweig und der von meiner Oma das Konventionelle, wo wir erstmal so dabei bleiben wollen, die Möglichkeit offen lassen wollen zum Spritzen. Wir kennen ja Kirsche und so. Und da gehen wir dann nachher auch los. Das sind 5 Stücke von uns. Und halt die mit den meisten Äpfeln. Haben wir ja bloß Bio-Äpfel vermarkten wollen. Und Kirschen ist halt ganz schwierig, da braucht man halt die bestimmten Sorten. Ja, da gehen wir halt los. Morgen kommt mein Vater und mein Bruder auch noch. Und ich bin dann morgen nicht mehr dabei, weil ich ja daheim viel zum Tun habe. Ja, wir gehen genau auf die Wiese. Mal schauen, ob ich da was filmen kann. Schauen wir mal. Ja, hofft es klappt. Wäre einfach wichtig, weil der Preis deutlich besser ist. Dann lohnt sich das Streuobst auch mit dem Biopreis. Ohne ist das alles nicht so schön. Ja, das steht heute an. Kirschradur, dann mir nach halt Mittag nach, weil meine Oma wieder auf den Markt geht. Nach Reutlingen, Orschelhagen, wenn jemand kommen will. Soll er da vorbeikommen, die Kirsche von meiner Oma kaufen. Gut, schauen wir mal, was ich euch nachher zeigen kann. Und was sich jetzt auch geändert hat, wir haben jetzt schon mal ein T-Shirt hier, unser Vater und wir, Just Schaff It, angelehnt an das T-Shirt von Jonathan Ullmann, was er getragen hat, das kommt aus Amerika, Just Farming mit dem Schlepper drauf. Also Jonathan Ullmann Agrarvideos, könnt ihr da auf alle Fälle mal vorbeischauen, kommt aus Neidlingen. Das ist da die Richtung, nordöstlich von hier, schon ein Stück noch, aber nicht so weit. Und ja, mir hat noch das gemacht, Just Schaffe mit der Kirsch, mit dem Äpfel und dem Baum und dem Schlepper. Und dem Nike-Logo, und das war das Problem beim Drucken. Deswegen können wir das Light auch nicht euch anbieten zum Kaufen. Könnt ihr ja selber machen, wenn ihr eins haben wollt. Wir haben auf jeden Fall jetzt das Just Schaffe T-Shirt und sind auch dran, ein Logo für uns zu erstellen, weil so ein paar Kumpels haben halt gefragt, könnt ihr da nicht mal was machen? Jetzt haben wir da ein Logo erstellt und das schauen wir mal. Machen wir in den nächsten Tagen den Spreadshirt-Shop fertig, dann könnt ihr da was bestellen, wenn ihr wollt. Weil auch viele aus der Familie irgendwie was haben wollen. Deswegen ist nicht zum Geld verdienen, sondern. So, das wollte ich noch gesagt haben. Ist halt schon cool jetzt,
wenn mein Vater und mein Bruder und ich wir Just Chaffy T-Shirt anhaben. Ja, ich tue jetzt hier auf dem kleinen Sauerkirschbaum noch ein paar Kirsche ran. Sauerkirsche. Ja. Ich war jetzt vorher mit dem Zertifizierer und unserem Landhändler unterwegs, haben die Schläge angeguckt und gab praktisch keine Beanstandungen, weil die ja auch direkt, also wenn jetzt zum Beispiel Nachbarschläge intensiv landwirtschaftlich genutzt werden, ist das halt manchmal ein Ausschlusskriterium, aber das war ja bei uns nirgends der Fall. Ja, klar, die haben auch gesehen, dass es halt schwierig ist, weil so viele kleine Stickler und zum Nachkommen und so kein Säufer ist. Aber ja, da bin ich jetzt froh drum, dass das geklappt hat. Also wir haben alle Schläge angeschaut. Nächstes Jahr gibt es dann wieder eine Kontrolle, aber da werden dann nur Teilflächen angeschaut, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und auch wenn wir jetzt neue Neupflanzungen haben, sollen wir halt eher, sind wir dazu angehalten, eher Bio-Ding zu kaufen. Bio-Bäume, Jungbäume. Jo. Jetzt tue ich da noch voll rar vor dem Baum. Und noch mache ich Mittag. Noch heute Mittag gehen wir auf das andere Kirschestück. Und hole da noch voll die Kirsche runter. Also, bis denn. Am Mittag haben wir jetzt hier, meine Tante und ich, von da vorne. Fünf Steigler, richtig schön reife Kirscherad, auch richtig fast schwarz. Richtig gut. Die sind voll reif jetzt. Die vor heute Morgen, die werden nie so reif. Das ist eine andere Sorte irgendwie. Ja, da heute Mittag fünf Steigler nochmal Radau. Jetzt bin ich nochmal am Gelebaum. Ja, ich finde, wenn ich die Videos von meinem Bruder anschaue, bloß der Gelebaum ist auch irgendwie, der wird da nur gezeigt. Also wir haben deutlich mehr Kirschen als nur den gelben Baum. Der ist ein ziemlich kleiner eigentlich von uns. Nur um das nochmal gesagt zu haben, weil mein Vater war meistens da vorne auf dem großen. Mal da. Auf der große Leiter drauf. Weil der will, dass mir da raufspringt. Und ja, da war mein Bruder halt meistens bei dem Gelebaum. Und ja, also wir haben deutlich mehr Kirschen als die gelben. Und ja, ich schätze halt so, dass der ziemlich oft gezeigt wird. Meine Oma will halt, dass sie auf dem Markt ein bisschen Vielfalt hat vor den Kirschen. Dann kaufen die Leute eher etwas. Weil gerade das Jahr ist so, dass viele ja welche geschenkt bekommen. Vor Leuten mal einen Baum im Garten hin oder so. Und wenn die noch vielleicht andere Kirschen mal sieht, wie die Standardsorte und die probiert, dann kaufen sie vielleicht schon noch mal etwas. Ja, deswegen tue ich da jetzt der Rest voll rar. Noch nachher auf die Wiese machen wir am Montag schon angefangen haben. Da hat es noch zwei Beben. Regina heißt die Sorte. Da hole ich noch einmal ein paar so ein Kreider voll. Die sind nicht so. Ja, die sind nicht ganz so reif. Wie, aber auch schon richtig gut. Vor allem da ist so, dass die ziemlich fleischig ist, einfach ziemlich fest. Und ist auch einfach was anderes mal und ziemlich groß auch. Ja, schafft sich ganz gut. Und heute ist auch schön Kiel. So gerade 18 Grad im Just Chaffy T-Shirt. Just Chaffy. Ja, die Kirsche haben jetzt voll geholt. Noch auf der anderen Wiese mit der kleinen Beben, paar geholt, einfach andere noch weg. Jetzt sind die anderen Cabo auch schon da. Da der grüne Hoodie, auch mit dem Just Chaffy T-Shirt drunter. Und ja, wir schauen jetzt gerade noch wegen ein paar Schläge an von uns. Der Jakob Fischer hängt brutal voll. Ja. Super Ding. Wir mussten aber auch bedauerlicherweise tiefe Spuren auf einem so einem kleinen Stück im Ort sehen. Da haben wir bloß einen Baum und wir haben gesagt, ja, weil die daneben halt das Dach neu machen. Und wir hätten gedacht, die machen das Dach neu. Aber die Dachdecker haben anscheinend nur ein Merlo-Teleskoplader geht und
sind da die ganze Zeit durchgefahren. Jetzt hat es da so Läuse drin, einen halben Meter tief. Und es geht überhaupt nicht. Völlig außer. Ja, geht eigentlich überhaupt nicht. Hier, jetzt machen wir Feierabend. Ich fahre heim und die schafft morgen noch was. Nehmen wir den nächsten Flug auf. Ja, gut. Schaltet morgen wieder ein. Also, noch, wenn das nächste Video kommt, in 2-3 Tagen, schaltet doch wieder ein. Und mir sagen, genau, ade, danke fürs Zuschauen. Ja, ade.